nächsten Morgen gegen 8 Uhr früh sind wir noch ziemlich alleine am Strand. Der Napali Beach befindet sich im Westen des Landes, im Rakhine-Staat. Napali Beach erreicht man am besten per Flugzeug von Yangon aus. Eine Bahnverbindung gibt es nicht und Busfahrten dauern ewig lange und sind aufgrund der Straßenverhältnisse recht beschwerlich. Napali Beach ist ein beschaulicher Ort. Zum Ausgehen gibt es hier keine Möglichkeiten. Sportliche Aktivitäten beschränken sich im Wesentlichen auf Schwimmen und Schnorcheln. Dies ist ein Ort für Menschen, die wirklich Ruhe und Entspannung suchen. Wir wollen heute das nahegelegene Fischerdorf Chitu besuchen, aber zuvor heißt es natürlich frühstücken. Außer uns und dem Personal scheint niemand hier zu sein. Es bleibt uns also reichlich zum Frühstücken. Wenn man gemächlich den Strand entlang wandert, braucht man ca. 30 bis 40 Minuten, bis man das Fischerdorf Chitu erreicht. An einem Felsen die Statue einer Meerjungfrau. Eine Geschichte dazu haben wir aber nicht in Erfahrung bringen können. Das gängigste Transportmittel hier am Napali Beach sind die Ochsenkarren. Es gibt kaum einen Ochsenkarren, der nicht quietscht. Den Leuten hier fehlt es einfach am Geld, um Schmierfett oder ähnliches zu kaufen. Ein schönes Bild geben sie aber allemal. Die Boote kündigen an, dass das Fischerdorf nahe ist. Der Fischfang ist mehr oder weniger die einzige Einkommensquelle der Menschen hier. Und die Menschen vom Dorf helfen alle zusammen. Wir wollen die Einheimischen bei ihrer Arbeit jetzt einfach mal beobachten. So ein Longi ist schon recht praktisch, kann aber auch leicht einmal verrutschen. Das Binden der Knoten ist relativ schwierig. Und während die Männer am Meer zum Fischfang sind, bereiten die Frauen die Fische zum Trocknen vor. Die Einheimischen stellen sich gerne für Foto oder Film zur Verfügung. Sie haben kein Problem damit, wenn man sie filmt und freuen sich. Sie wundern sich höchstens, dass diese weißen Menschen ihre Fische fotografieren. Nachdem wir jetzt den Strand entlang gewandert sind, gehen wir landeinwärts. Ein Pfad führt durch das Dorf auf die dahinterliegende Straße, wo es auch zugleich mit der idyllischen Ruhe vorbei ist. Die Straße ist gesäumt mit den Hütten der Einheimischen und kleinen Verkaufsshops. Und die seltsamsten Fahrzeuge sind hier unterwegs.
Ein burmesischer Schönheitssalon. Botox wird man hier wohl kaum finden. Eine Grundschule. Die Schüler tragen im Myanmar immer grüne Kleidung. Fotografieren und Filmen ist auch hier nicht erlaubt. Und das Betreten des Schulgeländes schon gar nicht. Doris erwirbt sich wieder Verdienste durch das Füttern der Hunde. Am Weg liegt die Hütte eines Holzschnitzers. Die Figuren sind alle vom Sohn geschnitzt, der Vater bemalt sie dann. Eine Holzkatze hat uns so gut gefallen, dass wir sie gekauft haben. In der Hitze wird die Straße immer länger und wir freuen uns auf ein kühles Bad in unserem Pool. Mein Pool. Ihr Pool? Pool. Ihr Poolboy. Eben nicht über einen anderen Pool, der ist gleich angestürmt gekommen. Die Blätter entfernen. Und nach dem Bad trocknen lassen in der Sonne auf der Terrasse. Aber zum vollkommenen Glück fehlt noch etwas Entscheidendes, eine frische Kokosnuss. Also macht sich Doris auf den Weg zu unseren Strandverkäuferinnen. Diese dürfen sich dem Resort nur bis zu einem markierten Bereich nähern. Mit 1000 Chat pro Kokosnuss zahlen wir den Mädels eigentlich das Doppelte, was es normalerweise kosten würde. Für uns trotzdem eine Lappalie. Und die Verkäuferinnen können es gebrauchen. Mit frischer Kokosnuss gestärkt, wollen wir uns nun aber auch mal in die Fluten des Meeres stürzen. Das Wasser ist angenehm warm und die Wellen sind nur in Strandnähe ab und zu etwas höher. Wie es scheint, gehört das Meer mir alleine. Zum Paradies gehört auch die passende Eva und die steht hier und heißt Doris. Und das ist unser Garten Eden. Jetzt wird es aber auch Zeit, den beiden Schmuckverkäuferinnen einen Besuch abzustatten. Mal schauen, was die so anbieten. Jede Menge Schmuck, gebastelt aus Muscheln. You are very beautiful. Nachdem wir ein paar Schmuckstücke erworben haben, genießen wir den restlichen Tag in der Sonne. Aber schon naht der Abend und damit meldet sich auch der Hunger. Noch schnell ein paar Aufnahmen vom beleuchteten Cocktailboot gemacht und dann geht's weiter ins gegenüberliegende Restaurant, das Golden Sea.
Das Golden Sea ist ein richtiger kleiner Familienbetrieb mit extrem leckeren und billigen Essen. Das ist Leo, der Besitzer des Restaurants. Er spricht ausgezeichnet Englisch und hat mehrere Jahre in Yangon als Koch gearbeitet. Derart schmackhafte Riesengarnelen wie hier wird man bei uns wohl kaum bekommen und schon gar nicht zu diesem Preis. In diesen traditionell birmanischen Essen könnte man sich eingraben, wir zumindest. Zum Abschluss des Tages genehmigen wir uns ein Glas myanmarischen Wein. Vom Geschmack her könnte man ihn wohl mit einem Markovic vergleichen. Und als